Möchte ich ein paar Informationen weitergeben über den Götz Baal, wo ja sehr in der Geschichte vom Prophet Elia eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und um das besser zu verstehen, muss ich euch ein paar Informationen weitergeben, die hilfreich sind, um auch die Geschichte besser zu verstehen. Das Erste ist, wir sind ja circa in der Zeit so um 800 vor Christus, also knapp vor etwa 3000 Jahren. Das Wissen ist noch nicht so weit gewesen, wie wir es heute haben. Und viele Sachen, die passiert sind, in der Schöpfung, in der Natur, wo man nicht hätte können erklären, hat man meistens den Göttern zugewiesen. Was man heutzutage im 21. Jahrhundert nicht mehr würde, so machen. Aber einfach zu dieser Zeit hat man vieles dort zugewiesen. Und das Zweite, wir bewegen uns im Land, wo Israel ist. Und das ist ein Land im Vergleich zu der Schweiz, wo wir jetzt leben, ein Land, wo relativ wenig Regenfall hat, eher trocken ist, eher heiß ist. Und wenn wir über den Regen reden, dann müssen wir nicht die Brille haben von einem Schweizer, wo jede Woche einmal Regen erlebt, sondern eher in einem Land, wo es eher ausnahmsweise regnet in diesen Gebieten. Einfach die zwei Sachen als Vorbemerkung. Wie hat sich der Baalskult entwickelt? Grundsätzlich kann man von dem ausgehen, dass wenn es zum Beispiel blitzt oder donnert hat, die Menschen Angst bekommen haben und die Angst hat dann plötzlich ein Bild bekommen. Muss man sich vorstellen, dass ein Gott mit einer Donnerkeule oder mit einem, so einem Schlagstock irgendwo neu geschlagen hat und darum hat es donnert. Und auf der anderen Hand hat er dann sozusagen so Pfeil, Blitzpfeil abgeschossen auf die Erde. Das ist so die Vorstellung gewesen von den Menschen, etwa, wie gesagt, etwa vor ca. 3000 Jahren, wo es blitzt und donnert hat. Was wir natürlich heutzutage klar können wissenschaftlich erklären. Also stellt euch vor, in Israel fängt es an zu regnen, also donnern und blitzen. Der Regen kommt runter und jetzt kommt das zweite Phänomen. In Israel, wenn es regnet und es nass wird, dann fängt das an zu wachsen, was schon lange in der Erde ist. Viele Sämli fangen an zu sprießen, an zu wachsen. Und die Leute waren dann erstaunt gewesen. Und das ist so das Aha-Erlebnis oder das Bah-Erlebnis von den Leuten, die in Kanaan gelebt haben. Vielleicht ist wegen dem dann der Baal entstanden. Dass man gesagt hat, hey, da blitzt und donnert und dann kommt irgendetwas ab, also Regen, und es entstehen dann Pflanzen, wo uns Nahrung geben, Gemüse, Früchte und so weiter und so fort. Und die Menschen haben das als göttlich dargestellt oder interpretiert. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Regen oder die Regenzeit ist dann vorbeigegangen für uns als 21. Jahrhundert wissen wir, ja, dann kommt irgendwann einmal eine heiße Zeit oder eine Sommerzeit. Aber das haben die Leute nicht gewusst. Und darum haben sie dann plötzlich gemerkt, es regnet nicht mehr. Der Gott Baal oder der Baal kommt nicht mehr. Und dann ist dann die Vorstellung gekommen, dass der Gott Baal sozusagen vom Himmel runterfällt als Regen und dann in der Unterwelt vom bösen Gott Mott sozusagen festgehalten wird. Und so haben die Menschen dann sich Gedanken gemacht, wie können wir den Gott Baal, also den Regengott, befreien. Und dazu haben sie sich viele Sachen Gedanken gemacht. Eben, das ist durch die Vorstellung, was wir als moderne Menschen würden sagen, ja, das ist jetzt eine Regenzeit, respektive eine Sommerzeit, eine Hitzezeit, eine Trockenzeit, wo einfach kein Regen stattfindet. Aber das ist für die Menschen, die dort gewesen sind, natürlich nicht so gewesen. Und darum hat man sich überlegt, wie können wir den Gott Baal befreien? Und dazu gibt es eine Begebenheit, die zu dem dann geführt hat.
dass man gesehen hat, irgendwo auf der Straße zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ob es wirklich so war, wissen wir nicht, aber auf der Straße geht ein Mann am Boden, schlägt sich der Kopf an und aus dem Kopf kommt Blut und der Mann stirbt. Und die Logik von diesen Menschen vor 3000 Jahren war, aha, es kommt etwas Rotes raus und der Mensch stirbt. Das heisst, im Roten, also im Blut, ist das Leben. Und darum hat man dann gesagt, okay, wir opfern oder wir schlachten Tiere und tun das Blut in die Erde sickern lassen, sodass das Blut dann von dem Gott Baal sozusagen getrunken wird und er Lebenskraft bekommt, dass er frei wird. Also das heißt, die Regenzeit, also die Trockenzeit, Entschuldigung, die Sommerzeit, hat man eigentlich wollen überbrücken, indem man Blut, also Opfer, dargebracht hat dem Gott Baal, dass er endlich wieder kommt und es wieder anfängt zu regnen, weil es eben so trocken war. Und der Kult ist dann so weit gegangen, dass man gesehen hat, okay, mit dir reicht es noch nicht. Wir brauchen das beste Blut und das beste Blut ist dann in ihrer Vorstellung vor 3000 Jahren sind das Kinder gewesen. Und dann hat man dann halt den Kinderkult gegründet, wo man Kinder dann geopfert hat, dem Gott Baal, dass er endlich kommt, dass endlich wieder mal Regen kommt. Und so ist der Gott Baal eigentlich entstanden. Er ist ein Regengott, der Fruchtbarkeit hineinbringt in die Erde und wo immer wieder besänftigt muss werden durch Opfer, sei es Tier, Höhepunkt, natürlich auch Menschen, Kinder, kleine Kinder. Und das sieht man anhand der kulturellen Erbe, die wir haben, in Bildern, wo das auch klar beweisen. Also das ist so ein bisschen die Geschichte von dem Gott Baal, wo jetzt plötzlich der Elia kommt und sagt, warum geht ihr dem Gott nach? Tönt doch dem Gott, der euch befreit hat aus Ägypten, der Gott Israel, nachfolgen. Aber das wird dann eine andere Geschichte sein.